Willkommen zu einer neuen Folge Schein. Heute mal wieder alleine und ich würde mal sagen, wir sehen uns nach dem Intro. Ja, ich bin mal hier wieder forever alone, aber auch, gar nicht so ungewollt mehr dabei. Ich habe zwar gefragt, ob jemand Zeit hat, weil ich bin mega früh Schluss gehabt, deswegen habe ich nachgefragt, aber es hat niemand geantwortet. Und dann habe ich mir gedacht, ist auch nicht schlecht, weil ich mir meine Smeltery ja machen wollte. Und da ja sowieso dann eine Action mache. Und dann werde ich noch eine Nethergen Ardite farmen, weil ich habe mich ein bisschen erkundigt kurz auch mit Smeltery. Und ja, das Buch hatte ich komplett vergessen auch. Und das... Wer hat das abgebaut? Wer hat das abgebaut? Och, komm schon. Oh nee, wer war das? War ich das selber? Nee, das war ich nicht. Och, komm. Brauche ich mir noch neu. Aber wer macht das? Wer hat das gemacht? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Wer hat mir meine Sachen da abgebaut? Oh, das finde ich echt nicht gut. Das finde ich kacke. Naja, gut, dann, ach, kacke, ey. Ich baue noch Clay wieder. Clay ist ja immer unter Wasser auch, hat mir auch noch jemand geschrieben. Ja, kacke, ey. Ich habe auch keinen Clay mehr, warte mal, ich mach mal so. Ja, schreibt mal direkt in die Kommentare, wer das war. Der kriegt richtig Jager hier. Oh man, das ist nicht blöd. Man ist jetzt, wahrscheinlich war Snorlax sogar als Rache, aber das ist jetzt blöd, weil die dann, weil er wohnt ja nicht mehr hier. Deswegen, oh, Clay, nice. Noch mehr Clay. Okay, das übersieht man natürlich schnell. Perfekt. Dann ist es ja noch okay. Dann, Gravel brauche ich noch. Ja gut, aber das suche ich gar nicht. Ich kann sowieso ein bisschen farmen mal. Da hinten war irgendwo sehr viel Gravel. Ja, aber auf jeden Fall dann, ja, machen wir die Smeltery-Folge. Das heißt, ich mache die heute fertig und dann Manulium, dafür bauen wir Ardite. Das war dieses eine Ohr, das wir auch nie abbauen konnten. Ich habe gedacht, das wäre total nützlos, aber... Naja, man braucht es auch... Wo war nochmal hier? Hier war richtig viel Gravel irgendwo. Da. So, das ganze Gravel-Farm. Ich glaube, mir reicht trotzdem... Reicht's nicht. Ich nehme auch trotzdem genug hier mit, erstmal. Mal gucken, wie viel damit ich dann machen kann. Notfalls, fahre ich mir dann mal noch Clay. Oh, das finde ich blöd. Ich war schon so weit mit der Smeltery da. Ja, das reicht erstmal. So, kann ich mir direkt mal im Inventar hier machen. So. Grow. Ach, zwei Grow bekomme ich ja sogar raus. Okay, das ist natürlich nice. Stimmt. Ja, okay, das ist natürlich cool. Ja, die tue ich dann direkt mit in den Ofen schmeißen. Dann, ja, aber auf jeden Fall vergesst dich auf jeden Fall, guck mal bei den anderen, also auf jeden Fall so Kandidaten sind natürlich Asgalter, Nodop und so, wobei ich fast auf Nodop tippe. Aber wenn das jetzt ein Troll ist, ist ehrlich gesagt nicht lustig. So. Dann, ich mach mal trotzdem Schild hin. Wer hat meine Smeltery abgebaut? So. Nein! Kenn ich mal so ein dummes Smiley hin, so. Smeletari. Okay, egal. Ich hab mir jetzt vertippt, aber ich schreibe nicht neu. So. Okay, solange das hier brutzelt. Ja, es brutzelt zwar nicht weiter, wenn ich in der Nase bin. Egal. Aber ich muss das R-Dite noch farmen. Hoffentlich kann ich essen mit der Onyx-Spitzhacke. Ich brauche noch Essen. Davon habe ich keins dabei. Ich habe ja letzte Folge Riol einige meiner Karottchen abgegeben. Aber ich kann so lange mal ein paar Sachen hier nochmal ablegen. Wie gesagt, irgendwann mal ordne ich mir das mal alles. Ach, dann mal hier oben ein bisschen Platz. Dann kann ich das da oben in die Ecke lagern. So. Dann jetzt noch ein bisschen Essen finde ich doch bestimmt. Berry, irgendwelche kleinen Teile. Steak. Oh, ich habe noch Pinky Meat, nice, okay. Okay, zwei Steaks, ja, die sollten reichen, oder? Ich denke jetzt mal. Ja, ich nehme irgendwas mit, vielleicht finde ich noch irgendwas.
Ja, 2 Chicken. Perfekt. Super. Dann ab in den Nether. So. Auf jeden Fall möchte ich dann noch zurückhaben. Quasi, wenn du die Folge siehst, wer es mir genommen hat, ich möchte die zurückhaben. Das Geld haben wir immer noch nicht geantwortet mit dem. Oder hat jemand Nether? So, aua. Aua. Okay, da sind Pinkies sogar. Habe ich eine Defekte, ja. Ja, die Pinkies schnappe ich mir dann. Solange ich noch ziemlich stark bin. Oh Gott, ich kriege ja gar nicht so wenig Schaden. Zum Glück regge ich auch wieder. Aber ich habe gar kein Fleisch, doch. Ich habe genug. Oh, 4 Stück sogar. So, jetzt muss ich das Erdart farmen oder eher gesagt suchen erstmal. Wie sah das nochmal ungefähr aus, weil ich mich jetzt... Ja, meine Rüstung geht auch immer mal Schrott. Ich brauche dringend neue. Könnt ihr mir ja schreiben, Sinnesite oder Manulium? Was von den beiden ist besser? Das würde mich sehr interessieren. Da könntet ihr mir auch mal auf jeden Fall schreiben, weil ihr kennt euch da ja auch teilweise besser aus als ich. So, mal gucken. Das ist es nicht. Das ist dieses Isherite. Was ist das hier? Achso, das ist... Das war Moos einfach nur. Aber das ist Magma. Richtig. Da hinten. Das da. Genau. Ja, genau. Erdite Ore. Oh Gott, das ist wahrscheinlich genauso schlimm. Und man kriegt auch nur eins raus. Was ist das hier? Für Jump Boost. Hm. Vielleicht kann ich das mal zu Hause gebrauchen. Lol. Blindness gibt der. Weiß ich auch. Ich habe schon gedacht, Blindness jetzt für 5 Minuten. Das wäre krass schlimm, Mann. Okay, ja, das Erdart werde ich jetzt auch. Scheiße, hätte ich vorher gewusst. In meiner Dummheit hätte ich das natürlich dann schon aktiver vorher. Ah, hier sind ein paar Crystal Shards. Wie gesagt, die farme ich jetzt schon langsam. Weil irgendwann werde ich ja auch hier zaubern wollen. Ist das weg? Oder? So. Kobalt. Weil ich davon mittlerweile genug habe. Mann, das ist kacke, dass man immer nur eins rausbekommt. Das macht natürlich die Arbeit sehr viel anstrengend. Wenn ich nochmal beim Tor bin, dann mache ich mal auf jeden Fall mal einen Wegpunkt dahin. Ich hätte das... Oh, Onyx. Okay, nice. Onyx kann ich mir auf jeden Fall auch eine Rüstung mitmachen. So, wenn ich genug davon habe. Weil, ja, das ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. So, da oben. Da. Wop. Ist hier noch was? Ne. 2 Stück. Damit komme ich aber nicht weiter. Also ich wäre schon... Das Wasser gehe ich lieber nicht rein, weil das sieht nicht sehr gesund aus. Ganz viele Pinkies da hinten. Aber von der Nähe anscheinend baut hier niemand Erdite ab. Ja, die meisten wissen das nicht. Das ist ja ein Vorteil von mir. Alle denken, die ist hier das Beste, so nach dem Motto. Was ich auch am Anfang dachte, weil die ja immer gut ist. Ist ja auch, ich weiß nicht, dass die hier schlecht ist, aber definitiv nicht das Beste. Und ich konnte die Sachen auch nicht abbauen. Da habe ich gedacht, das ist dann irgendwas, was man, ja, keine Ahnung, was man schon braucht, aber irgendwie als strange ist, so nach dem Motto. Einfach für so ein Nebenmod oder sowas, aber ist man halt schlauer. So, meine Effekte sind gleich weg. Aber ich habe ja noch schön viel Aspect Meat und notfalls auch Pinky Meat. Dann ist nichts mehr. Hier scheint nichts zu sein. Ich nehme mal das. Wenn du meint noch mit. Oh, toll. Okay. Ja, okay, das wird eine ziemliche Qual werden damit, die ganzen zu finden. Aber eine richtige Qual wird das, das weiß ich jetzt schon. Und
war ich noch nicht. Das sind Pinkies. Gut, da muss ich leider jetzt ein Esfit Meat essen. Weil die snacken mich sonst direkt weg. So. Immer wenn man stirbt, dann auch nicht. Aber ich habe richtig viel Pinky Meat jetzt durch die. Das ist natürlich auch nicht unpraktisch. Oh, ich hasse diese Feuerfelder. Scheiße, das ist richtig hier selten. Oh Mann, hätte ich am Anfang an drauf gefarmt. Okay. Ja, ich baue mich bestimmt nicht über den Lavasee, dass da Pinkies auf mich stürzen. Dann ich auch direkt in die Lava springen. So. Ja, 2 Stück, das ist lächerlich. Ja, das ist lächerlich. Was mal. Diese Magma-Blöcke, die sind alle ein bisschen ähnlich. In der Decke sind wahrscheinlich einiges, aber ich kann mich da nicht hochbauen. Das ist einfach. Besonders wenn ich einmal oben bin, dann habe ich auch nicht mehr die Übersicht. Nur in der Decke höchstens. Da ist ein Pinky. Ah, der ist keins. Da hinten sollte dann das Nether-Portal sein, circa. Ich gehe da mal hin. Dann gehe ich einfach mal nach Hause. Und, ja, sonst frage ich mal andere noch. Ich will ja mit mir tauschen, der damit noch nichts anfangen kann, richtig? Boah, und dieses Asche hier, das macht mich so krank. Das macht mich so krank. Ist einfach so richtig ätzend. Oh ja, beim Spawn hatte ich auch viel davon gesehen am Anfang. Aber, gut. Mein Fehler, hatte ich habe ich ein bisschen verpennt. Hätte ich am Anfang... Ja, darauf warten wir es, aber gut, man ist einfach ein komplett neues Modpack, selbst Nordop kennt hier nicht alles. Deswegen. Da, oder? Ah, schon wieder Magma. Ja, alles Magma. Ich gehe mal noch da oben. Ich habe ja mal, ich guck mal direkt, wie lange geht noch die Folge. Ich habe jetzt. Oh gut, 12 Minuten, habe ich ja noch über 10 Minuten Zeit. So. Wo bist du? Wo bist du? Erdite. Oh, wie man das ausspricht. Erdite, aber es ist ja so ein Luftgestorben. Erdite. Luftgestorbenes Metall. Das ist doch bestimmt sehr stark. Oh, 2 Stück direkt. Zack. Oh, 3. Die sind doch nicht alleine immer. Praktisch. Gut zu wissen. Ist da oben noch was? Ne. Ja, noch mehr Erde. Okay, sehr gut. Gut, dass ich hier hingegangen bin noch. Hier ist definitiv eine bessere Auslese. Bin irgendwie immer, wenn ich alleine, sehr ruhig. Also schreibt mal auch, also jetzt hier, die kommen echt die Kommentare, Schreibstunde. Jetzt nach dem Motto. Schreibt mal in die Kommentare, findet ihr es schlimm, wenn ich dann etwas ruhiger bin, wenn ich alleine spiele? Oder findet ihr es auch mal gut? Also seid ja ruhig ehrlich. Weil, also ich sage meine Meinung, ich mag es ehrlich gesagt manchmal ein bisschen ruhiger zu sein, gerade hier im Nether. Muss man ja nicht immer auf Hipster-YOLO-Schreie machen, sondern einfach mal hier so, ja, gemütliche Farming-Tour machen, mal in Ruhe umgucken, ein paar Sachen entdecken. Und so, ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ja, also wie gesagt, ich kann es jetzt nicht. Also ich als Zuschauer würde das auch mal angenehm finden. Besonders, weil ihr bei mir gerade sehr viel Action hattet sogar. Oh. Esse ich direkt mal was. Ihr hattet ja bei mir viel Action. Ich habe ja die meisten PvP-Kills und so. Deswegen. Wieso brenne ich die ganze Zeit? Feuerbogen Sonne Range. Und ja, das würde mich einfach mal interessieren. Deswegen, bei mir habt ihr die Section und... Ja, nee, das verstehe ich nächste Folge, sonst wird das hier zu viel. Ja, da stelle ich einfach nächste Folge, da werde ich noch dran Ding. Hm? Okay. Okay, das ist ein Orange, ne? Was kann der? Wahrscheinlich jetzt vergiftet der mich oder so. Ja? Fire Resistance. Okay, das habe ich auch noch nicht. Das ist nicht schlecht. Was ist das hier? Speed, okay.
Will ich eigentlich gar nicht. So, Pilze auch eigentlich auch nicht. Oh, das ist ja echt gut versteckt hier so zwischen. Oh nein, hier ist nochmal was drunter. Das ist schön. Okay, wie viel habe ich denn da? 11. Das war definitiv nicht das Beste, aber, oh, nix. Oh, das ist richtig viel. Ja, aber... Weil, die Sache ist halt die, weil ich mich so viel ausrüste, ist halt noch, dadurch, dass ich viele PvP-Kills habe, ist natürlich dann eine, ja, leichte Provokation, mich auch mal töten zu wollen. Deswegen finde ich es auch nicht schlecht, wenn man so immer einer ist, der schon, ja, eine gute bis eine der besten Ausrüstung hat hier überhaupt auf dem Server. Und ich denke, wenn ich dann hier auf Manulium und sowas gehe, dann bin ich das auch definitiv. Also da, ja, also da kann ich so dann sogar gegen Nordop dann mithalten. Okay, langsam verliere ich ein bisschen viele Herzen wieder. So. Und ja, das reicht mir persönlich erstmal. Ich kann hier jederzeit zurück in den Nether wieder. Aber 11 Stück, damit kann ich erstmal rumexperimentieren und erstmal machen. Überhaupt. Und ja, schreibt mal, wie sagen die Kommentare, was ist besser, Cynosite oder Manulium? Von der Herstellungsaufwendigkeit hätte ich eher gesagt Cynosite, weil eine Gasträne, lol, für ein Ingot, das muss man da erstmal bekommen. Und... ja, deswegen, dann ist er zurück. Ich kenne sogar langsam die Wege so ein bisschen auswendig. Und diese Feuerblumen, die machen einen echt krank. Ich meine, die Rüstung kaputt, alles. Und ja, gib mal, also wie gesagt. Wow. Wow. Was ist das? Was ist das? What the heck? Oder was ist das? Ach, ein Kagedomon. Okay. Ich habe fast keine Regeneration mehr. So. Und das Pinky mit noch. Damit ich hier auch Damage mache. Fuck. Na komm her. Du Ukel. Scheiße. Na komm her. Oh, da sind noch ganz viele Pinkies. Würde ich jetzt nicht sterben, ich würde flippen. Ausflippen. Ich baue mir eine Brücke. So ein fauler Fettsack, der nicht mal runterkommt. Bam. Was habe ich da jetzt rausgeholt? Scheiße, ich habe zu viel Inventar noch gehabt. Zwei Gasdrehen! Warte mal, schmeiß ich mal Gunpowder, brauche ich nicht. Blaze Powder. Das Launen ist, brauche ich definitiv nicht. Wie geil, zwei Gasdrehen, okay. Da hatte wahrscheinlich auch, Dings, ja, könnte ich mir ein Cynosite-Schwert machen. Das ist natürlich dann stark. So, aber jetzt ab nach Hause. Cool, zwei Gastrennen und... nein, okay. Das Teil scheint auch sehr selten zu sein, weil ich habe es echt gesagt nie erlebt und noch nie erlebt, dass jemand dagegen gekämpft hat. Und ich habe gerade eben auch so schön gesagt, dass ich den Weg nach Hause finde. Aber jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, hier querfällt ein. So. Aber ja, also eigentlich eine sehr schöne Ausbeute für die heutige Folge. Wieder sehr viel auch nichts überlegt. Euch schon mal schon wieder 8. Da kann ich mir bald eine volle Onyx-Rüstung machen. Die ist auch, glaube ich, erlaubt. Und Onyx hält einfach so lang. Guckt euch mal die Spitzhacke an. Oder, ne, er sagt, das Schwert. Das habe ich schon mein ganzes Let's Play fast. Wirklich mein ganzes Let's Play hier. Habe ich dieses Onyx-Schwert schon. Und fast alle, die ich sehe, laufen mit einem Shadow Blade rum. Das ist einfach, ja, mega Unterschied. Okay, ich glaube, hier hoch jetzt. Ich glaube, ich habe mich verloren. Verlaufen, meine ich eher. Nee. Diese Nether-Festung darüber. Da bin ich jetzt gerade im Kreis gelaufen. Hä? Oh Gott, ich hasse es, wenn ich mich so verirre. Ich habe nicht mehr viel, Esbit Meat. Das ist nicht... sehr gut. Richtig gesehen habe, war da hinten. Ah, da halt. Das hole ich mir. Ja, die Koordinaten waren plus 30, plus 15 circa. Dann steuere ich mir da hin. Wollen noch das Erdite. Und dann habe ich auch 12, weil man brauchte 2 für ein Manulium. Das heißt, ich hätte 6
Wow. Das ist alles erschreckend. Ne. Ich schon gedacht. So, ja, also eigentlich muss ich hierher dann. Da verliere ich dann noch jetzt schön an den Koordinaten. Und das heißt auch so ein bisschen. Und dann... all diese Feuerblumen, ey. Ich raste irgendwann aus wegen denen. Und er was Nordhop hatte, genau, das hatte ich in der Folge von ihm gesehen. Er hatte seine Potions, wie lange die noch halten, rechts unten im Inventar die ganze Zeit gehabt. Da ist schon wieder so ein Typ. Okay, anscheinend spawnen jetzt häufiger. Das war so ein Chunk. Sagen wir mal, wie hat er das gemacht? Weil das hätte ich auch gerne. Das ist deutlich angenehmer dann, nicht die ganze Zeit E drücken zu müssen. Ich bin, glaube ich, muss runter, oder? Boah, ich verliere mich immer. Ja, dann ist das einfach, ja, ungewohnt. Also schon rechtzeitig die Folge beenden und jetzt hier überziehe ich schon wieder. Ja. Das ist auch für euch bestimmt kacke. Denkt ihr so, oh, der läuft jetzt ja nur. Und dann, wenn ihr dann ausmachen wollt, passiert dann irgendwas Spannendes hier noch. Ach komm schon. So, hier bin ich doch circa. Und jetzt einfach nur runter. Hier und dann runter, oder? Schon wieder Pinkies, Alter. Wow, 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 wow. Ich will hier weg. Ach komm schon. Okay, ich guck grad schnell auf YouTube. Letzte Folge von mir. Einfach gucken, wo das denn ist. Ich war ja mit Liscario da. Im Nether. So, jetzt wahrscheinlich hörte mich selber noch. Da sehe ich. Minus 14 plus 21 und Höhe 64. Minus 14 plus 21. Diese Richtung also. Da schubt mich jetzt was runter. Das überlebe ich doch nicht, oder? Oh. Minus 14, plus 21. Hä, wo ist das? Hier muss es doch. Minus 14. Na komm. Minus 14, plus 21. In dieser Richtung, genau in dieser hier. Da hat sich schon jemand hochgebaut. Das heißt, hier irgendwo muss es sein. Ich bin echt gerade verwirrt. Ich weiß nicht, was los ist. Also, oh, er läuft noch. Hey, wohin geht's denn jetzt hier? Oh Gott. Da ist die Erdbrücke, da ist die Erdbrücke. Kacke, ich hab Angst. Ja, das würde ich hier nicht überleben. Scheiße. Oh Junge, das ist echt so eine unangenehme Folge gerade. Ah, der hat Gas drin gedroppt, das ist natürlich geil. Den Sprung will ich auch noch nicht machen, ehrlich gesagt. Warte, ist da so eine kleine Plattform? Ja, komm hier runter. Bisschen blocken noch. Oh, schnell rein. Schnell rein, schnell rein, schnell rein, schnell rein. Oh, komm. Ich will hier weg. Und. Oh. Piu. Bin zwar hier gelandet. Muss jetzt nur hinten zum einem Telepad von mir. Hier sterbe ich noch. Ich sterbe hier noch an Fallstand in der normalen Welt. So. Bleibt zum Spawn einfach und dann einfach zurück nach Hause. So. Das war die Folge. Mega spannend. Hab's leider nicht geschafft, meine Smelter hier noch zu machen. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Einfach, ja, das war einfach krank. Und, schreibt mir, wie gesagt, nochmal die Sachen in die Kommentare. Was war's nochmal? Genau, wie stark mein Nullium eigentlich wirklich ist.
Werden wir die Smeltery da abgebautet. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao, Leute.